Jalo! Ja! Willkommen bei Aragon, mein Hundeleben. Das ist unser King Aragon. Ich bin Stefan. Ich bin Sonja. Zusammen sind wir Team Aragon. Ja, in diesem Video geht es darum, wie der Aragon mit uns so ein bisschen kommunizieren kann. Gut, speziell, wenn wir alle heimkommen und vor allem, wenn alle daheim sind, tut er so in einem Rudelheulen so seine Freude ausdrücken. Genau, er tut nichts aufgumpen oder bauen oder so, das ist nicht der Fall. Aber er tut fast ein bisschen singen. Genau. Er tut ein bisschen etwas reden. Und er ist auch viel gekommen, wenn wir dann heimkommen, tut er uns so wie fast ein bisschen umwerben. Und das bringt er uns auch ein Spielzeug, das er einem vor die Füße geht. Und das ist wirklich einfach so herzig. Und also ja, eigentlich heisst es, also das heisst ja eigentlich, man sollte den Hund nicht begrüßen, dass er nicht nur nicht aufdrehen. Ja. Also wir probieren einfach, wenn er ganz ruhig zu begrüßen. Also wortlos reingehen und zuerst mal seine Jacke abziehen, den Rucksack herlegen. Die Schuhe abziehen und nachher ganz ruhig begrüßen und streicheln. Wir machen es jetzt so und wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dem. Genau, es gibt ja da verschiedene Meinungen. Es ist vielleicht auch nicht bei jedem Hund und bei jeder Familie gleich. Wir haben jetzt auch bei ihm gemerkt, dass wir müssen ihn regelrecht fortjagen, wenn man ihn nicht begrüßen will. Er ist dann so anhänglich und er will einfach Hallo sagen. Und für uns spricht jetzt eigentlich nichts dagegen. Er hat auch nicht Probleme mit dem Alleinsein oder macht auch kein Theater. Er ist auch nicht irgendwie überdreht. Er hat einfach Freude, haben wir das Gefühl. Freude, ja. Und das darf er von uns aus sehen. Genau. Und dann ist es einfach schön und wir finden das auch mega herzig. Und man könnte das vielleicht sollte man das auch nicht noch fördern. Wir haben natürlich immer Freude. Wenn er so, also er macht es ja nicht nur beim Begrüßen, er macht es auch sonst. Wenn er spielen will oder wenn er irgendwie. Aber er hat verschiedene Formen, wenn er mit uns kommuniziert. Ja. Er kann auch viel so ein bisschen rennen und jammern. Genau. Oh ja, das kann er auch, wenn oder er eben so oder dann tut er sich auch so überbeugen. Oder er kann eben auch so wohlig knurren und murren, wenn er so Spielzeug hat, wo er kann bluffen und kann zeigen. So. Mit grossem Aufführen, ja. Genau, das aber das ist immer total harmlos. Man sieht es ja in seiner ganzen Körpersprache, dass er eigentlich er ist fröhlich und positiv. Und man kann ihm das Spielzeug aus dem Mund nehmen, wenn man will. Also ja, wir finden das herrlich und herzig und lustig. Genau. Und er hat uns schon so viel Freude gemacht mit seiner Art. Und da wollten wir jetzt auch mal daran teilhaben. Genau, darum haben wir ein paar Ausschnitte genommen. Es war immer noch ein bisschen schwierig. Dann hat er aber geheult und nachher haben wir es aufnehmen. Und sobald er das Handy davor hat und aufnehmen will, hört drauf. Das kennt man ja von den Kindern. Das kennt man ja, genau. Und dann will er auch immer schauen. Man könnte wirklich meinen, wie ein Kind. Was machst du da? Was ist das? Ja, genau. Aber wir haben es doch gleich geschafft, ab und zu mal etwas aufzunehmen. Und das zeigen wir euch jetzt. Genau, das ist herrlich. Wo ist dich nicht? Huh?
Awesome.
Aus. Das ist ja gut. Nimm sie. Das war schon wieder gewesen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch ein Like. Einen Kommentar. Oder noch besser, ein Abo. Dass ihr auch gar nicht mehr verpasst. Aus dem spannenden Leben von unserem King Aragon. Der Urwildsohn. Und das Glöckchen nicht vergessen. In diesem Sinne, bis gleich. Habt Sorge. Tschüss. Tschüss.